Hey Leute, willkommen zum schon 42. First to 10 und willkommen zum 8. First to 10 gegen PK Side B Ness. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie es heute läuft, denn PK hat in letzter Zeit ordentlich zugelegt, was zumindest Pit angeht. Er probiert, so wie es aussieht, in den ersten paar Matches mal Ness aus, um einfach zu gucken, ob das wirklich stimmt, dass ich seinen Ness mittlerweile einfach besiege. Aber genau, man kann später vielleicht mit einem Pit-Switch rechnen und ich denke, dann könnte es echt super spannend werden. Also natürlich muss ich jetzt mal angucken, wie es gegen Ness läuft. Ich habe gegen seinen Ness schon ewig nicht mehr gezockt, aber in letzter Zeit habe ich auf jeden Fall bemerkt, dass er mit Ness halt einige Fehler noch macht, die irgendwie auch nie weggehen. Und bei Pit sind die einfach gar nicht da, ne? Das heißt einfach irgendwie, mit Pit spielt er kontrollierter. Aber eben, ich habe jetzt auch schon lange nicht mehr gegen seinen Ness gezockt, deswegen vielleicht wird er mich hier auch ein bisschen überraschen können. Das war auf jeden Fall nicht so überraschend. Der hat mal 30% deswegen gefressen. Ja, reingerannt. Let's go! Der Pressure ist on. Und ja, da habe ich leider in die falsche Richtung gejabbt. Trotzdem 60% ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und ich habe sogar noch meinen Charge, habe ich gerade gesehen. Das heißt, ich könnte ihn. Ja, genau. Das war echt sehr knapp. Da habe ich dich aber. Ja, Note geht ab. Nee, nee, das machst du nicht gegen mich. Oh, ich wäre fast reingejumpt. Er wusste es, dass ich da normalerweise dann gerne jumpe. Oh ja, aber das gibt schon mal wieder massiven Damage hier. Yes, oh mein Gott. Oh ja, Mann, 78%. Und der Down Smash. Oh mein Gott, ja, zerstört. Nice, Alter, holy shit. Einfach eine Zero to Death beim letzten Stock. Das war clean. Zu lange gewartet, nice. Oh, gerade so erwischt. Aber es hat nicht gekillt, das wäre jetzt richtig gut gewesen. Ja, ich wollte mit Nair irgendwie gegen ankommen, aber hat leider nicht so geklappt, wie gedacht. Sehr schöne Back, ja, ja. Nice. Oh ja, aber das war Taunt to get bodied, Alter. Sehr, sehr schlechtes PK Fire von ihm. Das waren wieder zwei sehr, sehr gute Dome. Oh, und das erste. Oh, nice. Ne, da kriegst du nicht. Kommst du nicht mit Roll durch. Da hab ich dich auch nochmal, ja. Und offstage. Nice. Ja, läuft gut. Läuft gut. Ja, killt nicht. Das aber, oder? Ne, nice. Ja, zu viel Schiss. Das geht durch Shield. Nice. Clean einfach. Clean, wie er getrappt wird. Oh, guter Air-Dodge. Nice Up-Smash, ja. Da wusste, dass ich Spot-Dodgen will. Ich weiß nicht, wen er da angegriffen hat. Oh mein Gott. Das war nicht gut. Sehr schöner Damage wieder. PK-Fire in der Luft, okay. Oh, das war nice. Ja, das habe ich auch nicht verstanden, aber trotzdem, 94% Comeback wird schwer. Vor allem, wenn ich sowas komisches mache. Nice. Oh, die Fair war gut. Reicht aber noch nicht. Trotzdem, jetzt muss er... Okay. Hm? Er hat es angetäuscht. Ich wollte sagen, er muss jetzt Downsmash machen. Hat es aber doch nicht gemacht, sondern gewartet für die Abi. Das war gut. Und damit steht es 2 zu 1. Oh, nochmal Town City. Okay. Die Stage lief ja ganz gut für PK. Oh, sieht aber jetzt nicht mehr so gut aus. Oh mein Gott, Junge, über die gesamte Stage weggekommen wurde. Jo. Oh, das war aber auch clean. 26% Vorteil nur, trotz dieser Combo. Nice. Ja, die Arrows sind klar. Gutes PK Fire.
Alter, nice Up Smash. Der killt auch, ja. Holy shit. Gutes Comeback. Das ist aber nicht so gut. Keine Ahnung. Ja, manchmal macht er echt ganz, ganz komische Entscheidungen. Einfach nach hinten rollen. Der Double F-Tilt, als ob. Alter, we take those. Immer doch. Let's go. Alter, das war aber auch echt super knapp. Aber we take those. 3 zu 1. Nice. Oh, in die Bombe rein. Oh mein Gott, das war so viel Damage. Das war nicht mal geplant. Aber ja, kann manchmal passieren mit Samus. Nice. Hab ich dich. Nice. Ah, das war gut. Ich dachte, er geht all in und macht einen Move gegen mein Shield. Das war wieder nicht so gut, ja. Ja, wie schon ein paar Mal erwähnt, Pike Fire nicht so ein guter Move, ne? Habe ihn schon oft dafür gepunished. Shield Break als ob, Alter. Krieg ich daraus einen Kill? Ja, kriege ich trotzdem. Nice. Das war auch gut überlegt von mir, die Plattform da oben auszunutzen. Alter, kriegt gerade alles ins Face. Oh mein Gott, ey. So viel Damage nur durch Projektile. Und das war's. Ah, ich dachte, er kriegt Tschüss. Aber gut, hat er nicht. Yo, haust du rein, Felix. Und danke fürs Zuschauen. Und yo, als ob einfach so ein random Backer getroffen hat. Nice, Mann. Na, ja, nice Bombe. Backer in die Bombe rein. Oh, nice. Ist immer für diesen extra Damage so. Nice, das war echt gut. Jump habe ich, ja. Oh, das war nice. Oh mein Gott. Movement ist da. Und Up Smash killt er? Oh mein Gott, let's go. Das läuft. Das läuft. Und damit sind wir in der Hälfte vom First to Ten angekommen. Lief jetzt nicht so schlecht, aber wie erwähnt, an ein paar Stellen habe ich ihn als Nest wirklich komplett überrannt. Yo, Alter. Nest dachte sich einfach mal so, Bruder, muss los. Das wird eine Backer, das dachte ich mir schon. Oha, durch Speak Fire. Nice. Ja, manchmal ist es ja ganz cool. Hier zum Beispiel. Aber eben dann wird es schwierig, auf ihn zu approachen. Und ja, er hat halt zweimal den Air-Dodge zu viel genutzt und ich habe mich SD'd. Ah, yikes, schade. Bei 19% SD'd, das ist natürlich nicht gut. Hallo. Ja, Comeback ist da, Leute. SD juckt nicht. Come on. Das PK-Fire ist verschwunden. Okay, das habe ich auch noch nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, dass es das passieren kann. Ah ja, das zu comebacken wird nicht einfach. Wird nicht einfach und combo den einfach erstmal direkt komplett weg. Ja, ja. Goodbye, PK. Oh mein Gott, Alter. 90% SD, aber juckt nicht. Juckt einfach gar nicht. Junge. Yeah. Nice. Ja, kommt er nicht mehr weg. Das, boah, Junge, zwei Moves und er ist einfach tot. Das war krank. Goodbye, PK. Goodbye. Oh mein Gott, Junge. Let's go. Das mag ich. Ja, Mann. So muss das.
Ah, Yoshis. Geile Stage einfach nur. Runter. Und goodbye. Oh mein Gott. Nee. Nee, reicht noch nicht aus. Ah, das war wieder eine richtig dumme Abi. Aber irgendwie hat es geklappt. Weiß nicht warum. Aber das war wirklich nicht schlau von mir. Ah, so knapp. Aber jetzt habe ich dich. Boah, das war wirklich ultra knapp. Ja, Jump habe ich. Das Wichtigste ist eben einfach noch der Damage so. Ja, yes, so der ist richtig gut. Charge Shot ist immer gut. Schade, das killt dann auch, ja. Genau weiß, wie ich ihn jetzt eben früh killen kann und so. Deswegen hätte ich halt auch gedacht, dass er... Und Roll? Yes. Ah, es killt noch nicht, schade. Puh. Oh mein Gott. Ich habe den einen Smash gecancelt. Als ob. Oh, das war auch ultra knapp, wirklich. Damn, ich hatte kurz richtig Schiss. Und Abwehr, ja. Nice, er ist reingerannt. Jump ist weg, ja. Und weg mit dir. Eben, das ist dann nämlich Ness, ne? Der ist tot, oder? Ah, nein, er lebt noch. Oha, das war nice recovered. Ich hätte echt gedacht, von so weit unten schafft das nicht mehr. Ich bin extra noch reingejumpt, damit er das nicht mehr zurückschafft. Aber gut, da muss ich sagen, habe ich PK und Ness Recovery unterschätzt. Ich dachte, das kann man nicht mehr schaffen. Aber so oder so, das war halt super gefährlich, ne? Weil eben der Jump bei Ness weg ist. Oh, mein Gott. Warum killt Becker, Alter? Was ist das denn? Oh, nice. Aber ey, 111% ist sehr gut. Wenn er noch killen kann. Ja, übertrieben hat er es. Bisschen zu viel Buttons gedrückt. Der Pressure ist auf jeden Fall mal wieder da. Ja, die Upsmashes sind auf jeden Fall sehr random. Verstehe ich noch nicht so ganz. Nice. Und nochmal nice, ja. Und jetzt? Nicer Heal. Yeah. Alter, er hat mich schon mit so vielen Moves getroffen, aber ich habe nur 33%. Eben. Währenddessen treffe ich zwei Moves. Und er hat 55. Ja, Jump ist wieder weg. Und er konnte nichts machen, ja. Das ist das, was ich sage, PK, ne? Da ist halt Pit dann, in dem Sinne ist Pit dann besser, weil er natürlich nicht so easy gegimpt werden kann. Weil bei Ness ist einmal der Jump weg und dann bist du weg. Und damit habe ich einen kompletten Stock-Vorteil, wobei jetzt eher nicht mehr. Weil PK auch wieder hier abgeht. Und ja, reingerollt. Der erste war. Yikes. Oh, das war auch nice. Aber ja, es killt mich gerade irgendwie alles nicht, ne? Endlich bin ich mal der lang leben darf. Aber das war ein guter Abschnitt. Der killt auch. Here we go. Ja. Ich darf jetzt nur nicht Charge-Up schießen. Sonst ist der Damage wieder wett. Und. Nee, nee. Nee, Mann, Alter. Holy shit. Zerstört. Yo. Holy shit, wie krank, Mann. Alter, ich bin so tief runtergejumpt. Ich dachte mir einfach so. Boah.
Ich kann alles riskieren, ne? Normalerweise hätte ich das nicht gemacht, aber dadurch, dass ich zwei Stocks hatte, dachte ich mir, ah komm, ich gehe einfach hinterher und dann noch ganz, ganz außen, wirklich ganz außen noch die Fähre reingedrückt. Junge, let's go. Bro, das war ein krankes First to Ten, ja. Das war echt ein krankes First to Ten. Auf jeden Fall, danke Pike, dass du dabei warst. Ich hatte übelst Spaß. Es gab ein paar nice Kombos von dir, aber mostly nice Kombos von mir, muss ich schon mal sagen. Junge, ein paar Sachen, die ich gemacht habe, waren wirklich richtig insane. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass er heute viel, viel Pit spielt. Und wahrscheinlich auch direkt Pit. Vielleicht wäre es dann anders gelaufen. Im Endeffekt kann man es nie wissen, aber ich glaube schon. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, Pike hätte hier von Anfang an einfach Pit und Dark Pit spielen sollen und ganz, ganz, ganz wenig Ness. Weil mit dem Ness lief es teilweise gut. Aber sobald der mal offstage war oder in einer Combo von mir war, kam der nicht mehr zurück. Und ja, da wurde dann einfach auch mal der Ness halt beendet so. Die Karriere vom Ness wurde einfach beendet. Der Pit kann gerne weiterleben, aber ich glaube, der Ness ist hiermit offiziell einfach gestorben so. Das war nämlich schon anders heftig. Ja, Tipps. Tipps ist schwierig, weil PK weiß, was er falsch macht. Und er macht das Gleiche halt leider immer noch falsch. Es ist natürlich nicht einfach, diese Habits loszuwerden, aber das musst du halt echt tun.